Den Morg. So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Legion! Legion ist. Hi, heute haben alle guten PCs. Na, kann ja auch mal drin sein, wa? Auch ein Budden-PC ist ein PC. Der ist richtig. Okay. Ja, nö. Ne, ich Ja. muss Spiele ich. reholen. Viel zu viele schwere Einheiten. Ach, ich habe eine Einheit zu viel, stimmt, dass das weghauen. Oh. Ja, na mal gucken, was das wird. Ich mach gerade Banane. Okay. Ich mach wieder irgendwas. Hast du nicht gesehen, was für ein Level die hatten? Also im Sinne von Elo-Level. Silber und Bronze. Okay. Ich schicke rot, du blau. Ich rot, du blau. Nicht rot, du blau, Digga. Mudman ganz vorne und irgendwas mit Engler. Na, okay. Wahrscheinlich spielt er sogar Atlantean direkt. Das heißt, ich werde zukünftig Kingpins schicken. Kingpins? Naja, klar, weil er. Ach nee, der Kingpin Guy schickt mir. Ich habe den Mudman. Stimmt, stimmt, stimmt. Also dem, den ich schicke. Gut. Na. So, drei weg. Banana Bänkin, gut ist. Ich find's gut, ich kann frühstücken, ohne dass es auf der Aufnahme auftaucht. Oh, das ist krass. Das habe ich gehört. Na, das war die knusprige Seite. Aber gerade eben hast du es nicht gehört, dass ich schon eine Nee, Hälfte nee, gegessen das habe. habe ich wirklich die ganze Zeit nicht. Ach, schade, ich dachte, er feedet mich. Ich glaube, ich gehe auf die 4. Das dürfte ein bisschen besser sein bei meinem Gegner. Joa, wenn er bis dahin nicht was Mächtiges hat. Hat er seine Engler verkauft? Aber nee, nie, oder? Nee, drei Engler, vier Und ein Poliwag und Gargoyle einen zu. Gargoyle. Okay. Ich bin auch gewillt, auf die 4 zu schicken, ne? Ja, dann mach es doch. Ist aber besser bei deinem, der hat ja auch Mudman. Ja, genau deswegen. Und die komische Harpie krepiert in 3 Sekunden. Sie schicken jetzt, okay, warum schickt meiner? Ja, Standard halt. Vor allen Dingen mit so lamen Einheiten. Ja gut, aber dann brauche ich mir für die 6 keine Sorgen mehr machen. Na, ich könnte trotzdem liegen. Dann wäre es ja nicht so schlimm. Das wäre vielleicht sogar noch ganz gut. Dann habe ich nämlich Zeit, um auf den Dino zu kommen. Oder sogar noch besser eine Hermit. Perfekt, eine Hermit. Perfekt. Hat einer so wenig Damage? Ja. Also viel Damage macht er nicht.
So, 79. Cool, jetzt kann ich sogar noch den Worker geben, perfekt. Ich hätte mir jetzt nicht gesendet, wäre ich den Worker nicht gegangen, aber so. Noch ein Cent, okay. Ah, drei Harpien, ah, vielleicht dann doch ein bisschen. Vielleicht ist doch den Tank einfach nicht kriegt. Ich nee, ich komme nicht durch. Krass. Die 4 ist zu schwach, also die hat zu wenig Leben. Naja, ich lieg ihn trotzdem. Na, lass einfach weiterschicken. Ja, bin ich auch der Meinung. Fürs Income. Das 8 Worker? Eieiei. Du musst wieder komplett übertreiben. 123, oh, fick dich. Ah, dumm platziert. Ah, das will ich machen. Oha. Warten. Lioness mit Banana Bank daneben. Ja, nett. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Geschickt haben sie ja gerade eben, also was soll groß kommen. Nein, stimmt auch wieder. Probier mal auf der jetzt oder nächste Wave. Lizard bringt sich selbst um. Ach, ich hau jetzt raus. Ich hab gehalten. Das war nicht so klug, schlau. Das ist egal.
So. Man ersetzt nur auf die Blubberviecher. Also ich bin für die Elf. Ja, dann lass für die Elf gehen. Die kann Elf müsste so reinbrettern. Ja, es wird bei mir nicht anders sein. Dann sparen wir jetzt auf die Elf durch. Hm. 93er Kingpin? Oh, ist okay. 93er Kingpin ist schon ziemlich übel. Nein! Ich bin so behindert. Na, hast du verkauft aus Versehen? Ich habe einen verkauft, ja. Aber zum Glück keinen Kingpin, sondern nur diese ausgebaute Ratte. Ah, okay. Aber ist trotzdem also statt halt losgeschickt, hast du sie jetzt einfach verkauft. Ja, kommt da keine Warnung mehr? Verdammte Scheiße, ey. Meine hat sich schon seit 3 Runden nicht mehr geschickt. Ja, meine auch nicht. Deine hat einen 20er geschickt. Ja, ja, aber also 20er ist ja nicht. Oh, der will hier Polybox verstärken. Und soll er ja machen, hilft ihm nur nicht für die Elf. Na, 2 fast volle Kingpins für die 10. Ja, klingt gut. Aber ich muss danach Worker gehen. 4 Stück mindestens. Ja, kannst ja machen. So ich habe jetzt. Ich habe jetzt 2 Lioness. Neben. Na, ich hätte gerne meinen Gral ausgebaut, aber ich glaube, so ist es besser erstmal insgesamt, weil mehr Schaden rumkommt, als wenn ich jetzt den Gral ausbaue, der jetzt keinen Schaden macht. Na. So 160 und 220. Bin zuversichtlich, dass ich das halte. Ich eigentlich auch. Was haben wir denn als Zauber? Giant Hero, okay, ich nehme Hero. Easy gehalten. Und schön, dass du dir Zeit lässt. Bitteschön, bitteschön. Wie so, wir gleichzeitig ich was gebaut haben. Wie bitte? Wie wir beide gleichzeitig was gebaut haben. Ich habe den zusätzlichen Dino gebaut und du hast noch eine Snail hingeschickt. Na, no, klingt auf jeden Fall schon mal ganz nice. 120. Na, ich glaube, du kommst aber nicht durch. Ah, ich weiß nicht, ob ich halte. Nee. Oh, ich bin durch. Sehr gut.
Bei mir ist es ein Kingpin gegen den Rest. Ja, der Kingpin reicht. Na, dass er trotzdem vier Schläge braucht, ist schon absurd, ne? Na. Und hier. Na, kann er sich noch einmal hochheilen? Nein, ein Schlag. Bitte. Jo. So, es wird King Schaden. Na, no. Sehr schön. Na, no, sehr gut. Das Geld habe ich gebraucht. Das habe ich wirklich gebraucht. Deiner schickt dir nochmal 220 Items. Ja. Na, ich so. Halt. Mal ehrlich, er wirft schon ziemlich heftig, wenn er die ganze Zeit so eine Sense jetzt schickt. Also klar, du wirst hier liegen. Ich bin mir sehr sicher, dass du hier liegen wirst, aber. No. Vielleicht auch gar nicht so sicher, ob du liegen wirst. Der Einzige, der hier. Der Pack-Leader macht immer weniger Schaden. Na, er hat mal den letzten Mantis fokussieren sollen. Obwohl, aber das hält er trotzdem mit dem Heal gleich. Obwohl. Nee, es reicht ja nicht. Zum Kotzen. Ja, aber drei fast volle Kingpins ist auf jeden Fall böse. Ist schon mal eine Ausnummer. Na, dann mal gucken, was wir jetzt schicken können. Ja, ist auf jeden Fall bei mir sowas. Also du kommst locker durch, wenn du Tanks mitschickst oder Supports, wie auch immer. Zu Tauren, um die ganzen Kleinen schnell durchzubrocken. Na, ich werde wieder leaken. Leider. Oh, diesmal werde ich aber auch leaken. Wird es gar nicht zu wenig Schaden. Scheiße. Ja, die knüppeln ganz schön rein. Die knüppeln ganz schön rein. So, eine Hermit kriege ich auch noch hin. Aber Safety und Hermit ist gegen so viele kleine Einheiten eigentlich GG. Ich will gerne halt noch ein Pack-Leader mitschicken.
Oder einen Drake, ich weiß noch nicht. Na komm, ich mach das so. So. Los! Zentaur, baller sie alle kaputt. Er wird bisher nicht angegangen. Solange er lebt, kann ich durchkommen. Na, bin durch. Ich auch. 78%. Jo, gewonnen. Schönes Ding. Ja, Zentaurer ist halt Gigi. Na. Der hat die. Der wurde halt nicht gefokust und konnte halt alles wegkloppen. Ja, bei mir war es das, bei mir war es die Seatram, die einfach viel zu lange durchgehalten hat und die Panzer haben erstmal die kleinen Viecher nur fokussiert, was irgendwie ganz gut war. Sehr schön. Wirklich viel geleakt haben wir auch nicht. Aber hätten ein bisschen mehr Mythium haben können. Die haben sogar mehr gehabt als wir? Hä? Nein, haben sie doch gar nicht. Wir sind unten, die Nase. Haben die denn mehr Mythium gehabt als der wir? Der eine? 1400? Obwohl er weniger Worker hat? Ja, haben wir da irgendwas... Hat er Ratten? Nee, keine Ahnung. Aber der ist früher Worker gegangen. Die waren generell eigentlich sogar im Worker-Vorteil. Naja, nur er, ja. Sein Kumpel ihn nicht. Naja, mir gegenüber. Der Blaue war gleich mit dir und der Rote. Alle waren dir gegenüber von Wave 6 bis, bis zu 10 drüber. Na. Du bist ja richtig stagniert hier an der Stelle. Also so 4 Runden kein Worker gegangen. Ja, ich konnte ja nicht. Bark ist ja wirklich gefährlich viel Worker gegangen für sein Spiel. Ein Glück, dass ich da so mitgerissen bin. Ja, stimmt, Alter, bei deinem war der Centaur ja top, also wirklich. Das sind ja alles auch noch so schwache Einheiten. Na. Also Gargoyle und die Polywox. Und er hat auch gedacht, dass Leviathan die Green Devil boostet. Tut er ja, nicht. Gut. Ja, oder er hat vorher. Nee, keine Ahnung, ich glaube auch. Der muss es so gewiss haben, sonst hätte er es gar nicht erst so gebaut, denke ich. Ja, aber income-mäßig waren wir ja schon weit vorne. Ja. Na denn. So, ich würde sagen. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.